Zum Schluss will ich dann auch über ein paar weitere Funktionen angehen, die sich schon nach den drei Punkten hier jetzt verstoppen. Es ist auch Möglichkeit bei Sway zu printen und auch zu exportieren, entweder als PDF oder als Word-Dokument. Zusätzlich kann ich, wenn mir bei Sway besonders gut gefällt, das sind auch als Template aufspeichern, für später auch mit anderen Inhalten zu füllen. Da kann ich natürlich auch bei Sway duplizieren, für auch in einer zweiten Version Änderungen drauf zu holen. Hier über dieses Menü kann ich auch direkt eine neue Sway erstellen oder über My Sways zurückgehen, bei denen die ich schon erstellt habe. Das sehe ich dann hier an diesem Fenster. An einer View sehe ich die Sways, die andere mal gedealt haben, beziehungsweise die ich schon mal angeguckt habe. Wenn ich die Sway lösche, kann ich hier auf meinem Computer am Text kriegen. Von dort kann ich dann auch wirklich definitiv löschen, beziehungsweise auch zurückholen, sodass ich bei meinen editierbaren Sways kann. Voilà. Zum Schluss ist natürlich immer wichtig, wie auch bei anderen Applikationen, sich aufzumelden. Und das geht auch über die drei Punkte nach Overreads und das Sign-Out.